1950. In diesem Jahr beginnt an dieser Stelle ein Experiment. Die erste sozialistische Musterstadt im Osten Deutschlands soll entstehen. Das Versprechen von einer perfekt funktionierenden, strahlenden Zukunft lockt Menschen von überall hierher. Besonders viele aus Mitteldeutschland. Was ist aus ihren Träumen und Wünschen geworden? Wie ist das Experiment ausgegangen in dieser Stadt vom Reißbrett? Helga Otto kommt in den 50er Jahren aus Dessau hierher. Wie vielen jungen Paaren, so ging es uns auch. Es gab keine Wohnung. Hier gab es Wohnungen. Es war alles neu. Es war großflächig gebaut. Es war so viel Grün. Es hat einen alles angesprochen. Eisenhüttenstadt heißt dieser neue Ort auf der grünen Wiese. Tausende junge Leute zieht es dorthin mit Aussicht auf Wohnung, Arbeit und ein gutes Leben. Auch Gisela und Peter Lein aus Zwickau. Beim Studium haben sie sich kennengelernt, wollen eine Familie gründen. Wir gehen nach Eisenhüttenstadt, da bekommen wir ganz schnell eine Wohnung. Und so haben wir uns entschlossen, dann hierher zu ziehen, von Sachsen, von Zwickau, nach Eisenhüttenstadt. Das Eisenhüttenkombinat Ost wird in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, sucht dringend Fachleute. Manfred Groß stammt aus dem sächsischen Riesa. Als jüngsten Ingenieur der DDR lockt es ihn 1954 nach Eisenhüttenstadt. Wir waren jung und hier war auch alles jung. Die Industrie, die Werke, die Anlagen waren jung und die Menschen waren jung. Und die Menschen kamen aus der ganzen DDR. Und dann hat man gedacht, wir machen hier etwas, ein neues Zukunftsbild. Eisenwerk und Stadt, im äußersten Norden der Niederlausitz, gleich an der Oder. Die ersten Entwürfe zeigen gigantische Gebäude, Paläste, Türme, dazu breite Alleen. Ein klassizistisches Metropolis nach sowjetischem Muster soll entstehen. Am 18. August 1950 startet das Experiment. Die Entwürfe der Architekten und die Arbeitsmethoden der Bauarbeiter gehen auf sowjetische Beispiele zurück. Jeder Stadtteil bekommt sein Kulturhaus mit Kino, Clubräumen und Schule. Zu jedem Stadtteil gehört ein zentrales Waschhaus. In jedem Stadtteil werden die Hüttenwerker sonnig und luftig wohnen. Schon 3 Jahre nach der Grundsteinlegung arbeitet das Eisenhüttenkombinat bereits. Roheisen wird hier in Hochöfen geschmolzen. Der Bau dieses riesigen Werkes ist Anfang der 50er Jahre überlebenswichtig für die DDR. In Sachsen und Thüringen gibt es viele metallverarbeitende Betriebe. Was aber fehlt, sind Hüttenwerke, die Eisen und Stahl produzieren. Der Westen will nicht liefern und die Sowjetunion kann nicht. Unter dem Motto Stahl, Brot und Frieden wird 1953 der erste Hochofen angefahren. Und die neu errichtete Stadt bekommt einen Namen. Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt. Stalinstadt wächst rasch in den folgenden Jahren. Die realen Bauten allerdings sehen bescheidener aus als auf den gewaltigen Plänen. Neue Stadtviertel heißen hier Wohnkomplexe. Es entstehen Schulen, Kulturhäuser, ein Theater, Kindergärten, Geschäfte. 1961 ist die Stalin-Ära vorüber. Ganz unspektakulär wird die Stadt umbenannt in Eisenhüttenstadt. Seit einigen Jahren ist sie nun das größte Flächendenkmal Deutschlands. Heute, mehr als 6 Jahrzehnte nach dem Bau der ersten Häuser, erscheint vieles in neuem Glanz. Das monumentale Rathaus zum Beispiel. Mit dem riesigen Wandfries von der Vision einer sozialistischen Stadt.
Anderes zerfällt, wie zum Beispiel das einst noble Hotel Lunig im Zentrum Eisenhüttenstadts. Die Stadt als Ganzes sucht noch immer nach eigener Identität. Aber die Zuzügler der Gründergeneration sind längst heimisch geworden in Hütte, wie sie die Stadt heute nennen. Jahrzehntelang waren die vielen Kinder das Markenzeichen von Eisenhüttenstadt. Große Schulen dominieren deshalb noch heute das Stadtbild. Als Musiklehrer kommen Gisela und Peter Lein 1966 nach Eisenhüttenstadt. Sie werden dort eingesetzt, wo Lehrer dringend gebraucht werden. Ich kam dann in eine Schule, die so groß war, dass wir teilweise im Lehrerkollegium gar nicht alle Kollegen kannten. Wir waren also über 100 Kollegen und die Schule hatte über 1000 Schüler. Das war also fast eine Schulfabrik. Jetzt gucken Sie sich das mal. Das sind also zwei Seitenblöcke und der Mittelblock. Da ist jetzt die Schule, eine Grundschule drin. Grundschule ist jetzt drin. Und eine normale bis zur 10. Klasse. Und das hier war die ehemalige EOS. Mhm. Und hier bin ich seit 1976 arbeiten gewesen. Jetzt ist sie verfallen, es ist bloß also nichts mehr drin. Helga Otto war für die Jüngsten zuständig. Bereits in Dessau hat sie einen kleinen Kindergarten geleitet. In Eisenhüttenstadt betreut sie seit 1959 die Kinder der Stahlwerker. Die erste Gruppe, die ich da hatte, das waren 5-Jährige, führte ich dann, die kamen dann zur Schule, 6 Jahre. Am liebsten wäre ich mitgegangen. Peter Lein wäre am liebsten nicht mitgegangen von Zwickau nach Eisenhüttenstadt. Also für mich war es erstmal nicht so schön. Denn ich hatte meine ganzen Freunde da unten, hatte vor allen Dingen meine Band dort, die ich nicht gerne aufgeben wollte. Was in Zwickau als Schulband startete, entwickelte sich rasch zu einer erfolgreichen Combo, der Clubband. Ich habe viele Arrangements geschrieben, wir haben an Wettbewerben teilgenommen, wir haben beim Fernsehen gespielt. Und es waren also viele schöne Erlebnisse, die man hatte. Insofern war es für mich erstmal nicht so schön. Aber wie man so wie es so ist, wenn man verliebt ist und Familie hat und so, da geht man eben dann auch gemeinsame Wege. Ne? Die Band löst sich auf. Und zum Leidwesen ihrer Eltern entscheidet sich die junge Familie Lein für die sozialistische Musterstadt. Und meine Eltern, oder speziell mein Vater, hat noch das Nötige dazu getan, indem er gesagt hat, na Junge, warum müssen die in diese Einöde, in diese Sandwüste gehen und so, obwohl man sagen muss, er war noch nie hier, er kannte die Gegend gar nicht. Hier trafen sich viele aus Stadt und Land und gaben zur friedlichen Tat sich die Hand. Jung sind die Herzen in Stalinstadt, jung wie die Menschen in dieser Stadt. Schön ist das Leben in Stalinstadt. Wer es nur einmal gesehen hat, der fühlt wie jeder heut den Rhythmus der neuen Zeit. Es gab ja auch in jedem Wohnkomplex diese Innenhöfe, die teilweise mit Bänken ausgestattet wurden, Spielplätze, Sandkasten und so weiter. Und dort hat sich das Leben abgespielt, bei den jungen Familien vor allen Dingen. Ne? Denn ich weiß, unsere Jungs, als sie klein waren, vor unserem Haus waren Sandkasten und so, und die haben da unten gespielt. Und dann haben wir eben, wenn es Abendbrot gab, gerufen, konnte auch und so weiter. Das war also doch... Ja, da waren mit 10, 12 Kinder waren da manchmal in dem Sandkasten drin. Ja. Und alle, die da in diesem Komplex waren und wohnten, das war schon nicht schlecht. Helga Ottos Kindergarten platzt bald aus allen Nähten. Unsere Einrichtung zum Beispiel war damals ausgelegt für 120 Kinder. Und wenn es ganz eng kam, hatten wir also 140. Man kann sich das heute gar nicht so vorstellen. Kinder. Peter Lein sucht eine neue Herausforderung. Er gründet mit den Eisenhüttenstädter Kindern einen Chor.
Darüber hinaus habe ich dann bei allen möglichen Chören neue Programme begleitet und dieses und jenes gemacht. Also was auch wieder so in Richtung Clubband ging. Heute leitet er den Eisenhüttenstädter Volkschor. Und einige der ehemaligen Kinder sind immer noch dabei, als gestandene Sänger. Inzwischen gibt es weitaus weniger Kinder hier als noch in den 50er und 60er Jahren. Viele Spielplätze sind aus den weiten Innenhöfen verschwunden. Junge Familien ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt und damit weg aus Eisenhüttenstadt. Etliche ehemalige Kindergärten sind umgebaut zu Sonderschulen oder kommunalen Einrichtungen. Aber es gibt auch heute noch Kindereinrichtungen und eine junge Generation von Kindergärtnerinnen. Ina Krause zum Beispiel. Sie ist in Eisenhüttenstadt geboren und zur Schule gegangen. Damals bei uns in der Nachbarschaft waren immer ganz viele Kinder. Und bei denen habe ich schon damals aufgepasst und hatte mal einen ganz guten Draht zu den Kindern. Später wollte ich dann eigentlich Kinderkrankenschwester werden. Wurde dann leider nicht. Ich war ein bisschen jung, habe dann mein Abitur gemacht im Sozialwesen und musste ein Jahr Praktikum machen. Das hatte ich im Kindergarten gemacht und wusste eigentlich, da bleibe ich, wenn ich mein Abitur fertig habe. Und dann war das so ein Kreislauf. Und dann, also ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. So ein Herzenswunsch schon immer gewesen, mit Kindern zu arbeiten. Ina Krause betreut nicht nur ihre Kindergruppe, sie spielt auch Theater mit den Jüngsten. Das ist hier das Friedrich-Wolf-Theater, wo die Generalprobe und auch die Auftritte stattfinden. Das ist so eine Art Kindermusical. Dieses Jahr heißt es Die verschwundenen Noten. Und da machen die kleinen Kinder von 2 Jahren bis hoch in die 80er Jahre, nehmen da dran teil. Und da wird gesungen, getanzt und auch ein bisschen moderiert. Ein generationsübergreifendes Theaterstück, einstudiert von Laien, Profis und Kindern. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit gibt es eine neue Inszenierung, seit 20 Jahren. Alle Eisenhüttenstädter Generationen machen mit und die halbe Stadt sitzt dann bei den Vorstellungen im Theater. Dreh- und Angelpunkt der Stadt ist von Anfang an das ECO, das Eisenhüttenkombinat Ost. Ohne Stahl kein Eisenhüttenstadt, ohne Stadt kein ECO. Mitte der 50er Jahre produzieren 6 Hochöfen rund um die Uhr, erzeugen das dringend benötigte Roheisen. Das Konzept, dieses Stahlwerk hier aufzubauen, sah vor, die Rohstoffe aus dem Ostblock zu generieren. Also die Eisenerzrohstoffe aus dem Becken bei Krivorok in der Ukraine und der Kuchs aus dem Oberschlesischen Revier. Das waren die Ansatzpunkte. Das heißt, je weiter das Stahlwerk im Osten stand, desto günstiger war es für den Antransport. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund, es gab in dieser Gegend doch eine große Anzahl an Leuten ohne Arbeit und ohne Wohnung. Auch aus Mitteldeutschland werden junge Leute angeworben. Gelockt nicht nur mit gutem Verdienst, sondern auch mit raschen, ungeahnten Aufstiegsmöglichkeiten. Manfred Groß hat es erlebt. Mit 16 habe ich ausgelernt, ja. Mit 17 war ich Meister, mit 18 war ich Techniker und mit 19 war ich Ingenieur. Bin im Juni 19 geworden und am 3. Juli habe ich mein Zertifikat gekriegt, dass ich Ingenieur bin. Die Arbeit im Stahlwerk ist hart, aber es gibt Prämien und Vergünstigungen. Läuft es im Werk gut, wirkt sich das auch auf die Stadt aus. Eisenhüttenstadt wird ohnehin viel besser versorgt als der Rest der Republik. Und die Stahlwerker werden besonders protegiert. Da wurde hier schon ein bisschen was reingesteckt. Die Leute mussten nur schwer arbeiten. Und irgendwie hat das der Staat dann auch ein bisschen gesteuert. Ich denke nur mit dem Inbetriebnahme Kaltwalzwerk 1968. Ich glaube, da gab es hier 1000 Trabant. Für den Ausbau des Eisenhüttenkombinates schmiedet die DDR weiter ehrgeizige Pläne. Ein großes Stahlwerk und neue Walzwerke sollen entstehen. Doch die Umsetzung scheitert am fehlenden Geld. Man hat ja auch mal, da muss man dazu sagen, geglaubt, dass das
was sie uns versprochen hatten, dass das auch realisiert wird. Als ich kam, da standen dann immer noch die Fundamente und die Trägerkonstruktion für das Stahlwerk. Ja, und dann wurde ein Fünfjahrplan nach dem anderen beschlossen, aber das Geld für den Ausbau des Werkes, das war eben nicht vorhanden. Viele junge Menschen kommen in den 50er und 60er Jahren nach Eisenhüttenstadt. Sie setzen auf einen Neuanfang, sehen berufliche Perspektiven und hoffen auf moderne Wohnungen und ein lebenswertes Umfeld. Doch ein großer Teil verlässt die Stadt wieder, nachdem sich ihre Träume nicht erfüllen. Andere bleiben und richten sich ein. Einer, der bis heute Eisenhüttenstadt treu geblieben ist, Architekt Herbert Hertel. Er stammt aus dem Vogtland und verbringt seine ersten Berufsjahre in Sachsen. Dann erhält er die Chance, den Ausbau einer neuen Stadt zu gestalten. 1955 beginnt seine Arbeit als Architekt in Stalinstadt. Die klassizistisch anmutenden Wohnkomplexe der DDR-Gründerjahre stehen da bereits. Jetzt soll ein modernes Zentrum gebaut werden. Wir hatten gestalterische Freiheit ohne technologische Zwänge. Als Chefarchitekt entwirft er mit seinem Team Hochhäuser, Geschäftsstraßen und ein Hotel. Vieles ist möglich. Anleihen bei den Architekten der Moderne, Bauhausideen und sogar der Einsatz von Meißner Porzellankacheln. Aber ich denke, man sieht hier sehr schön das Spannungsfeld zwischen diesen zweigeschossigen Ladenbauten, die mit einer starken Farbigkeit auftreten, über die Punkthäuser und dem Friedrich-Wolf-Theater auf der anderen Seite. Es entsteht eine bis ins Detail durchdachte und gestaltete Straße im Zentrum, die heutige Lindenallee. Dann wächst der politische Druck. Schneller bauen und ökonomischer, lautet die Forderung der Partei. Es setzte sich dann schleichend, immer wieder per Dekret von einem Jahr zum anderen, das durch, was man später mit Typisierung bezeichnete. Und schließlich kriegten wir ein Plattenwerk in die Stadt. Neue Wohnkomplexe entstehen am Rand von Eisenhüttenstadt. Häuser vom Fließband, die den Chefarchitekten längst am Sinn seiner Arbeit zweifeln lassen. Wir brauchen eigentlich keine Architekten mehr. Denn das, was gebaut wird, schreibt der Plan vor. Das, wie gebaut wird, schreibt die Technologie des betreffenden Wohnungsbaukombinates vor. Und das kann eigentlich jeder machen. Der einst geplante sozialistische Vorzeigeort wandelt sich mehr und mehr zu einer gesichtslosen, beliebigen Neubaustadt der DDR. In den 60er Jahren wächst eine Generation heran, die hier geboren wurde, zur Schule geht, von Anfang an heimisch ist in Eisenhüttenstadt. Junge Leute, die ihre eigenen, ganz speziellen Erfahrungen machen mit dem Leben in der sozialistischen Musterstadt. In der Rosenstraße wächst einer der wohl bekanntesten Söhne Eisenhüttenstadts auf, Udo Beyer. Später wird er als Kugelstoßer zu einer weltbekannten DDR-Sportlegende werden. Hier ist er zur Schule gegangen. Mein Papa ist ja hier auch ein Zugereister, der hat ja damals Eisenhüttenstadt mit aufgebaut. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt und so hat er dann hier seine AWG-Stunden gemacht. Und dann haben wir diese Wohnung hier bekommen. Ne? Das war natürlich vom Luxus her unvorstellbar, aus einem Zimmer in vier Zimmer. Also das war schon lässig gewesen. Und ansonsten, nee, das war meine Stadt gewesen. Es gab sehr viele Sportgemeinschaften. Du konntest alles machen, was du wolltest. Und es hat ja damals kein Geld gekostet. Und konntest du alles ausprobieren. Und du wurdest auch überall rangenommen. Und und dann eben bei der Leichtathletik bin ich hängen geblieben. Aus dem einfachen Grund, weil ich da die Medaille nicht teilen musste.
Das war schon immer mein Ding. Ich wollte immer Erster sein. Aber da hatte ich dann, wenn ich Leichtathlet bin, behalte ich die Medaille für mich ganz alleine. Udo Beyer erkämpft zahlreiche Titel, stellt etliche Weltrekorde auf und wird Olympiasieger im Kugelstoßen. Eine Sportkarriere, die in Eisenhüttenstadt begonnen hat. In einer Stadt, der sich Udo Beyer heute noch sehr verbunden fühlt. Wenn ich mir heute die Lindenallee ansehe, würde ich sagen, Eisenhüttenstadt hat wieder eine Zukunft. Vor 20 Jahren sah die Lindenallee ja nicht ganz so schön aus. Jetzt hat man doch schon wieder vieles gemacht. Und ich glaube, der Wegzug der Menschen ist irgendwo auch ein bisschen gestoppt hier. Ne? Ist nicht mehr ganz so verrückt wie nach der Wende. Und ich bin nach wie vor der Meinung, mir würde es gefallen, wenn es Eisenhüttenstadt auch noch in 100 Jahren gibt. 1989 allerdings bricht nicht nur die DDR zusammen. Auch die weitere Existenz von Werk und Stadt stehen auf der Kippe. Und das, obwohl der Staat 6 Jahre zuvor noch eine gewaltige Summe investiert hat. Gigantische 2,1 Milliarden Westmark. Dafür baut ein österreichischer Konzern Europas modernstes Stahlwerk für das ECO in Eisenhüttenstadt. Allen war hier klar, wenn das Stahlwerk nicht übrig bleibt, dann wird auch Eisenhüttenstadt nicht leben. Und diese Erkenntnis, dass man also um dieses Stahlwerk kämpfen muss mit allem, was einem zur Verfügung steht, um hier nicht überhaupt die Situation in Eisenhüttenstadt extrem negativ zu beeinflussen, die haben also praktisch alle geteilt. Am Ende der DDR-Zeit gelingt es zunächst, das sozialistische ECO-Kombinat in die marktwirtschaftliche ECO-Aktiengesellschaft umzuwandeln. Die Konsequenz, dass natürlich auch Eisenhüttenstadt nicht daran vorbeikam, auf dem Gebiet der Arbeitsproduktivität ein Niveau zu erreichen, was in Westeuropa üblich war. Das heißt, einen großen Teil der eigenen Beschäftigten zu entlassen. Das war ein Weg, der nicht zu umgehen war. Und der unmittelbare Auswirkungen auf die Stadt hat. Geschäfte müssen schließen, Firmen machen dicht. Und besonders junge Familien sehen hier keine Zukunft mehr. Ganze Straßenzüge verlieren innerhalb von wenigen Monaten ihre Bewohner. Eisenhüttenstadt ist von Zuwanderern gegründet worden und lebt seither mit Integration. In den vergangenen 15 Jahren allerdings verlor die Stadt fast die Hälfte ihrer Einwohner. Über 50.000 waren es zum Ende der DDR-Zeit. Heute leben hier etwas mehr als 27.000 Menschen. Mitte der 90er Jahre beginnt der Abriss leerstehender Häuser. Die Plattenbauten der späten DDR-Zeit fallen zuerst. Doch in diesem Rückbau liegt auch eine Chance. Man könnte sagen, die Stadt schrumpft sich wieder gesund. Zur gleichen Zeit kämpft die ECO Stahl AG weiter um ihre Existenz. Der neue Mann an der Spitze ist auch der alte, Generaldirektor Karl Döring. Er knüpft Kontakte in alle Welt, verhandelt mit Politikern und Managern. Sein Ziel, Eisenhüttenstadt modernisieren und erhalten gegen alle Widerstände. Wir haben unsere Vorstellung, wie sich das Werk in der Marktwirtschaft zu entwickeln hat. Und wir lassen uns mit dieser Vorstellung nicht einfach vom Tisch wedeln. 1997 entsteht ein neues Warmwalzwerk. Von da an ist das ECO komplett, so wie es die DDR plante, aber nie realisieren konnte. Heute gehört es zu einem der weltgrößten Stahlkonzerne. Ja, wir haben es durchgestanden, Gott sei Dank. Eisenhüttenstadt ist in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und restauriert worden. Die großen Wandreliefs sind heute Zeugnisse seiner Entstehungsgeschichte. Und die geschlossenen Wohnkomplexe aus den 50er Jahren
gehören, wie die gesamte Stadt, zu einem riesigen Flächendenkmal. Das, was typisch ist für Stalinstadt, das, was positiv ist für das Ansehen von Eisenhüttenstadt, ist der Kern der Stadt. Nunmehr befreit von den Zutaten der 80er Jahre und saniert eine Stadt heute, von der ich meine, dass sie sich sehen lassen kann. Eisenhüttenstadt, der Ort vom Reißbrett, ist Deutschlands jüngste Stadtgründung. Auch wenn viele seiner Einwohner einer eher älteren Generation angehören, haben alle hier ihr Zuhause gefunden. Ja, ich denke mal, hier haben wir unsere Jugend verbracht. Hier sind wir alt geworden, wenn man das so sagen soll. Für mich ist das Heimat. Auch Familie Lein ist längst angekommen in Hütte. Jetzt bedeutet das für mich meine Heimat. Also da, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Kinder habe, wo ich meine Freunde habe, meine Bekannten, meine ehemaligen Schüler. Also eigentlich ist das da, wo ich mich wohlfühle. Ja, inzwischen ist es meine Heimat geworden. Wobei ich immer noch, wie gesagt, so mit einem Lachen und weinenden Augen auch nach Sachsen gucke. Meine Heimat geworden, da gibt's gar nicht. Pardon. Ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich mit den Kindern noch in einer Stadt wohne. Und so sind die Jahre ins Land gegangen. Natürlich ist diese Stadt zu unserer Heimat geworden. Und ich glaube auch, die Stadt ist schon lange damit fertig geworden, dass sie eigentlich eine Stadt von Zugereisten ist. Und auch bleibt. Denn in Eisenhüttenstadt befindet sich eine der größten Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Jeden Monat kommen Menschen aus Afrika, dem Irak oder aus Syrien hierher. Viele von ihnen verlassen die Stadt wieder. Aber die, die bleiben, können Eisenhüttenstadt auch eine neue Chance ermöglichen. Die Stadt könnte wieder ein Schmelztiegel werden und Menschen mit unterschiedlichen Biografien aufnehmen. Diesmal aus den verschiedensten Winkeln der Welt. Oder sie bleibt ein nostalgischer Ort, der seine Vergangenheit als sozialistische Vorzeigestadt konserviert. Beides miteinander zu verbinden und die Stadt über ihre Grenzen hinaus bekannt zu machen, das wäre die beste Option für Eisenhüttenstadt. Einer, der dieses Potenzial erkannt hat, ist Tom Hanks, der amerikanische Schauspieler. Bei Dreharbeiten in Deutschland hört er von der Existenz Eisenhüttenstadts. Er reist an die Oder, ist begeistert und nennt die Stadt Iron Hut City. Danach berichtet er in Talkshows und Interviews über seine Erlebnisse tief im Osten Deutschlands. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Und das ist ein faszinierender Ort, an dem man erleben kann, wie das alles hier zu dem vollen Umfang ausgebaut wurde. Auch Eisenhüttenstadt ist begeistert und kreiert einen neuen Slogan für die Stadt. Hast du Hollywood mal satt? Komm nach Eisenhüttenstadt.